Über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt man. Und hier bei Silesia haben sie ein Zuhause. Aromen jedweder Art. Was mal als Fabrik für Edellikörer begann, ist inzwischen ein global agierendes Unternehmen, aber dabei im Familienbesitz geblieben, inzwischen in vierter Generation. Wie aber wird man den Geschmäckern auf der Welt gerecht? Und wie sehr ändert der Trend zu veganen Produkten das Geschäftsmodell? Lassen wir uns hier in Neuss und Kalka zeigen, was dafür getan wird, um Zunge und Nase zu gefallen. Mein Name ist Clemens Hanke. Ich bin Eigentümer und Geschäftsführer der Silesia Gruppe. Empfinden Sie sich in der Branche ausschließlich als Dienstleister, der liefert, was gebraucht wird? Oder haben Sie auch wirklich beratende Servicefunktion zu sagen, das ist, glaube ich, der Trend, da sollte es hingehen? Wir verstehen uns als Partner der Nahrungsmittelindustrie und wir entwickeln gemeinsam mit dem Kunden bestimmte Produkte. Das ist keine reine Dienstleistung, sondern das ist tatsächlich eine Beratung. Und so ein Produkt entsteht in der Regel durch eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. Sind Sie stolz auf Ihr Unternehmen, sowas hier zu haben und geschaffen zu haben? Ja, stolz, weil einmal hat man sehr viel Arbeit da reingesteckt, sehr viel Leidenschaft auch. Stolz, weil wir erfolgreich sind. Das ist unsere Stärke, dass wir einfach uns die Zeit nehmen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Martin Breininger, haben Sie noch den Überblick, wie viele Aromen und Inhaltsstoffe Sie hier tatsächlich zur Verfügung haben? Ja, das müssen wir natürlich haben, diesen Überblick. Und es sind auch sehr, sehr viele, es sind mehrere tausend Aromen, weil wir ja alle Geschmacksrichtungen bedienen. Wo geht der Trend hin? Merken Sie, dass es mehr Bewusstsein gibt, natürliche Aromen zu verwenden? Also es ist so, dass das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher, der Konsumenten sich stark intensiviert hat. Deswegen auch die natürlichen Aromen stärker angefragt werden. Ausschließlich natürliche Aromastoffe zu verwenden, ist kein Problem, das können wir machen. Aber die Verfügbarkeit der Rohstoffe, das wird zunehmend ein Problem. Und dann, das reguliert natürlich auch den Preis. Ralf van Ackeren, Sie haben höchst unterschiedliche Kategorien, würzig, Getränke, Milchpulver und Süß- und Backwaren. Und Sie mischen überall mit, oder wie? Ja, tatsächlich, wir mischen überall mit. Und damit uns das auch bestmöglich gelingt, haben wir für jedes einzelne Segment eine Spezialistentruppe, bestehend aus Anwendungstechnikern, Flavoristen und Produktmanagern, die sich dann dieser Themen und Aufgaben widmen. Wenn wir quer durch die Bereiche gehen, dann bei uns in der Anwendungstechnik testen wir die in Forschung und Entwicklung entwickelten Aromen auf den verschiedenen Medien. Wenn Sie einen Marshmallow herstellen wollen, also eine geschäumte Zuckerware, und da setzen Sie ein ölhaltiges Aroma in diese Applikation ein, in diesem Medium, dann fällt Ihnen der Schaum zusammen. Also muss man schauen, okay, es geht jetzt vielleicht um Vanillearomen. Welches Vanillearoma, welchen Typ wollen wir jetzt darstellen und welche Träger stehen uns zur Verfügung und welcher Träger ist für dieses Schaummedium geeignet? Was unterscheidet denn ein Aroma unabhängig vom Geschmack, was in eine Süßware hineinkommt, von einer würzigen Ware? Der große Unterschied ist tatsächlich, dass in einer Süßware in der Regel der Geschmack hauptsächlich vom Aroma kommt. Zum Beispiel jetzt ein Cola-Fruchtgummi, da kommt der Cola-Geschmack ausschließlich von dem Cola-Aroma. Wenn Sie aber jetzt eine Suppe aromatisieren wollen, dann haben Sie unter Umständen wertbestimmte Zutaten in der Suppe, wie Tomatenpulver, Zwiebelpulver, Gemüse und so weiter. Und da liefern die Aromen zum Teil nur Top-Noten oder runden nur ab. Ein Kunde kommt zu Ihnen und will ein neues Produkt auf den Markt bringen. Was verlangt er dann von Ihnen? Es gibt verschiedene Kunden, die einfach nur sagen, okay, ich möchte ein neues Produkt mit dem Geschmack Erdbeer auf den Markt bringen. Bitte bemuste mir deine besten Erdbeeren. Es gibt eine grüne Erdbeere, eine marmeladige Erdbeere, eine saftige Erdbeere. In der Regel begleiten wir unsere Kunden von der Ideenfindung bis zur Produktkonzeption, zur Prototypenherstellung. Und das können wir hier in den Anwendungstechniken leisten. Wie beobachtet man einen Markt? Auf der einen Seite sind wir als Unternehmen global vernetzt und haben Vertriebsorganisationen in den einzelnen Ländern der Welt. Für uns ist es so, dass wir im extremen Austausch mit unseren Kollegen vor Ort stehen. Sie schauen ganz genau, was passiert gerade im Lebensmittelbereich, aber auch in benachbarten Bereichen, wie zum Beispiel der Kosmetik. Sehen wir dort Trends, die vielleicht auch Potenzial haben, in den Lebensmittelbereich einzuziehen. Und wir haben natürlich auch Datenbanken, Marktforschungsbereiche, die uns Insights geben, welcher Markt entwickelt sich in welche Richtung. Und das sind so zwei Säulen, die wir sehr intensiv nutzen.
Wenn wir zum Beispiel sehen, dass eine bestimmte Frucht in einzelnen Ländern gerade angebaut wird, schauen wir, na, hat diese Frucht vielleicht Potenzial, dass sie sich verbreitet, nicht nur in einem Land? Und dann wissen wir schon, Mensch, das könnte interessant sein für ein Aroma. Der globale Vertriebsleiter ist sozusagen für die globalen Kunden, für die globalen Niederlassungen unserer Vertriebsorganisation zuständig. Das heißt, ich bin viel im Kontakt mit den lokalen Leuten vor Ort, mit den Verkäufern, Verkaufsleitern in den ganzen Ländern, mittlerweile 25 Niederlassungen, die wir haben. In erster Linie ist notwendig, die richtigen Mitarbeiter vor Ort zu haben. Und das müssen lokale Mitarbeiter sein, die aus der Industrie kommen, die den Kundenkontakt haben und die die Produkte auch tagtäglich konsumieren. Allerwichtige Zutat sind die Leute. Nur wenn man vor Ort ist, hat man die Chance, wirklich einen landestypischen Geschmack zu treffen. Unsere Konsumenten möchten in der Regel den Fleischkonsum zwar reduzieren, aber nicht unbedingt auf den Genuss verzichten. Und Aromen bieten da eine großartige Möglichkeit, eben dieses Aromenprofil in das pflanzenbasierte Produkt zu bringen. In der Regel geht es schon darum, den Original-Fleischgeschmack in das Fleischersatzprodukt reinzubringen. Wie riecht und wie schmeckt diese Currywurst? Ist es gebraten, gegrillt? Wie fleischig, wie fettig ist es? Und das übersetze ich dann in Aromastoffe, die sich dahinter verbergen, um eben ein Aroma zu kreieren, welches es schafft, diese Authentizität und Komplexität, die ja ein Aroma, ein Fleischaroma hat, reinzubekommen in das Ersatzprodukt. Wie macht man Geschmack digital? Wir denken an Digitalisierung in Form von virtuellen Verkostungen. Bisher war es so, dass wir ja zum Kunden gefahren sind und unsere Muster, die wir hergestellt haben, verkostet haben. Wir mussten natürlich schauen, dass wir das Probieren irgendwie digital abbilden können. Wir haben eine Videokonferenzplattform mit einem Verkostungstool entwickelt und bei diesem bewertet der Kunde dann die Muster, die wir ihm zugeschickt haben. Das war erstmal für uns natürlich auch schwierig, aber wir haben unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen soweit geschult und können jetzt halt mit dem Kunden diese Verkostungen einfach durchgehen. Wo wollen Sie mit Ihrem Unternehmen hin? Welche Leitlinien sollen gelten? Wir wollen die globale Struktur weiterentwickeln. Wir sind sicherlich noch stark in Europa präsent, aber wir haben sehr viel an der asiatischen Struktur getan. Da haben wir auch die entsprechenden Fachleute, die dann regional und lokal die Produkte entwickeln, die auf lokale oder regionale Rohstoffe zurückgreifen. Ihr Familienunternehmen hat schon über 100 Jahre Geschichte und somit auch Tradition. Was bedeutet das, so eine Tradition fortzuführen? Es ist einmal eine Ehre und dann aber auch eine Verpflichtung, das so fortzuführen, dass das Unternehmen auch weiter erfolgreich ist und das den Mitarbeitern auch eine Perspektive zu bieten, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben und ein wichtiges Mitglied dieser Institution sind.